Wie die KZ-Häftlinge zur Industrie kamen, schilderte SS-Hauptsturmführer Karl Sommer 1946 in Nürnberg so. Die Zuteilung von KZ-Insassen als Arbeitskräfte wurde durch die Firma beim Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt direkt beantragt. Die Vertreter derselben betraten das Innere des Lagers und hatten dadurch Einblick in die Bedingungen, die in dem betreffenden KZ-Lager herrschten. So besichtigt der Oberingenieur Faust von IG Farben gemeinsam mit Heinrich Himmler das Gelände von Auschwitz. Hier will IG Farben ein eigenes Werk errichten. Mit den Arbeitskräften aus dem KZ Auschwitz sollen einige Kilometer weiter in Auschwitz-Monowitz synthetisches Benzin und Gummi, Buna, produziert werden. Gemeinsamer Rundgang von Himmler, Faust und Höss, dem Kommandanten von Auschwitz. Otto Ambros vom Vorstand der IG Farben teilt der Direktion im April 1941 über den Fortgang der Baubesprechungen mit. Und außerdem wirkt sich unsere neue Freundschaft mit der SS sehr segensreich aus. So entsteht Buna Monowitz. Dort kamen nach Schätzungen 30.000 Häftlinge ums Leben. Viele sind gestorben durch Hunger, durch Misshandlung, viele waren krank. Hunger heißt, wie viel Kalorien bekamen die Häftlinge? Die Häftlinge bekamen circa 800 Kalorien, wogegen für einen Schwerarbeiter 3.600 Kalorien nötig waren, die Häftlinge nie bekommen haben. Und Sie sagen Misshandlung, von wem jetzt? Misshandelt wurden die Häftlinge am Arbeitsplatz, besonders von den Kapos und von den SS-Leuten. Und die wurden angefeuert und angetrieben von den Meistern, denn die Meister verlangten unbarmherzig die volle Leistungen von den Häftlingen. Und immer in 14 Tagen wurden sie selektiert. Sie mussten nackt antreten im Lager. Der Lagerarzt und der Lagerkommandant haben sie ausgesucht, die körperlich nicht mehr entsprachen, wurden notiert und mit Lastkraftwagen nach Birkenau gebracht und dort in den Gaskammern getötet. Dieser Arzt sagte aus, er wurde von den IG Farben-Repräsentanten gedrängt, er möchte öfter Selektionen machen und er möchte nur voll arbeitsfähige, kräftige Häftlinge zur Arbeit lassen und die nicht genügend leisteten, ausscheiden und selektieren.